Ich hatte ja meinen Tornister, meinen Ledertornister noch bei mir und konnte dann bei der Einschulung die Sachen in den Tornister tun. Und meine Schwester hatte keinen Tornister. Die ging ein Jahr weiter. Die hatte eine Tasche, so eine Einkaufstasche aus Stoff. Und die wurde auch gehänselt und weinte, kam nach Hause. Und da sage ich, nimm meine Tasche. Und dann ist sie mit meiner Tasche los. Ja. Und ich habe die Bücher mit Gummi eingeschlagen, also dass sie zusammenhielten. Ja, und dann wurde ich natürlich erst recht gehänselt, ne? Dass ich nichts habe und Flüchtling und Polacke und sowas. Ne? Und das war also, das war eine ganz unangenehme Zeit. Man musste sich also wirklich mit Kräften, es gab oft Reibereien, dass man sich mit Kräften messen musste. Ne? Ja, und dann war natürlich der Punkt gesetzt, dass ich sagte, ich muss immer besser sein als alle anderen.